zurecht. Wohnen wir hier schon lange? Mann, ist zerstört. Dabei hat sie nur gepennt. Die ganze Zeit. Hier steht's wieder. Bist du bereit, deinen Geschäftssinn zu schärfen? Ja, du hast noch keinen. Das verstehen die gar nicht. Kriege wieder Kanaltipps. Jetzt die erste Mail von YouTube. Bist du bereit, deinen Geschäftssinn zu schärfen? Werbung schalten, Werbung schalten, Werbung schalten! Da steht Erfahrung! Oh, ich höre ja. Erfahrung von erfolgreichen YouTubern, wie du deinen Kanal in ein Unternehmen verwandeln und Einnahmen erzielen kannst. AEG Electrolux Ersatzteile. So, ich muss Dings bestellen. Was ist meine? Die hier. Direkt Originaltürdichtung AEG Geschirrspüler. Die eine kostet 14 Euro und die andere kostet auch 14 Euro. Also ich gebe den Leuten die Spielsachen ab. Ja, verschleim in the morning. Was meinst du? Da war ich nicht dran. Ja, genau. Das ist so ein Quatsch. Was machst du da? Ist alles im Bad gelandet, hattest du nochmal Glück. Und noch mehr? Haferschleim! Der Block kommt nicht so gut an, von gestern anscheinend. Oder er war ein schlechter Zeitpunkt zum Hochladen, ich weiß es nicht. Na, ja, gucken wir mal. Tada! Wunderschönes Spülgerät. Das ist doch toll. Jetzt brauchen wir die Nummer hier an der Seite, diese Code-Nummer hier an der Seite, um die Teile nochmal zu vergleichen. Gucken wir mal. Ich habe ja noch einen klassischen Fotoapparat in der Tasche. Damit kann man sowas natürlich machen. Wieder Räder gekriegt. Guten Morgen, Wolfgang. Na, was gibt's denn neu jetzt, Wolfgang? Du fragst immer mich, dabei musst du das doch sagen. 2-0, GHSV Union auf Aufstieg, heute extra Magazin in der BZ. Was? Ich hab nicht ein Wort verstanden, weil war viel zu schnell. Ich habe gesagt, ja Moment, du, heute extra Magazin in der BZ. Das war extra. Ach so, das gibt's extra. Ja, so. Die Gehaltsliste der Berliner Manager. Berliner Polizei braucht 1 Milliarde Euro. Sanierung für moderne Waren. Was? Für marode? Marode. Wachen. Wachen. 1 Milliarde. Ja. Ich hab eine Idee für das neue Polizeihauptrevier. Das wird der BER. Der wird das neue, sollen sie das Polizeirevier? Hauptrevier. BER. Außerhalb. So ein Riesending. Ist das schon fertig? Moin. Ja, was kommt? Ein paar noch? Ein Pom. Oh ja. 1 Milliarde. Das ist viel, wa? Alle Autos raus aus der Stadt. Was? Stadtrat Florian Schmidt über seine Vision von moderner Verkehrspolitik. Modeltod auf dem Laufsteg. Model tot auf dem Laufsteg, oh mein Gott. Seite 2 und 3. In einem der neuen Parklets an der Bergmannstraße haben sie sich getroffen. Die sind doch so umstritten, die Dinger. Es regnet die ganze Zeit, das ist furchtbar. Ja, was sollen wir machen? Autos raus aus der Stadt. Und, was sagst du dazu, Wolfgang? Alle Autos raus? Ich sage ja, die Knoche hingehalten und alle kriegst erst mal das so. Du kriegst wie eine Schrente und dann sagt die eine, was da Papa, warum? Ich brauche das ja nicht. Ach, ist ja geil, was? Naja, da kannst du dann die Feuer.
nicht erlebt habe, dass er den Schlüssel da drückt, der ist nicht auf den Punkt, der Punkt ist da hin, und da hin, da hat er den Tee zurück, und dann kommt er wieder bei dem wieder an. Na ja, sag mal, was soll denn das überhaupt? Ja. Ich hab mich am Samstag ein bisschen aufgeregt gehabt, am Samstag, die Finale und bla bla bla. Ich denke also, da haben sie alle keine Lust, dann schleppern sie alle nur mit dir rum. Haben sie mit dir gescheckert? Ja klar. Wer denn? Ja. Wer schleckert denn mit dir? Ich habe im Haus angemacht, dass die Römer kommt. Ja. Guck mal, ich schenke dich nicht, das ist nicht so komisch. Was hast du hier bekommen? Konktisch, ich schenke dich nicht. Ja. Konktisch, ja. Ja, das ist 88. Ja. Also, Alex wollte den mal haben, hat gesagt, ach nee, das ist behalte den. Das mir das hat die Platz auf den Balkon, das will ich dir verschenken. Ja. Schönes Ding. Ne, ich bin doch Alex. Ja, aber das war ja jetzt vor. Heute hat ja dann die Tochter erst mal. Aber gestern am Samstag, ich sage, nee, hier ist nicht gut nach Mittag, ich komme nicht mit oder was. Ich wollte nicht, dass jeder durch die Straße gelaufen hat mit seinem Wagen, das hat mir gesehen, oder gestern. Ja, auch, ja, da vorne irgendwie eine Baumscheibe. Ja, ja, wisst ihr, hat er mir gesagt gestern. Und ach, naja. Hast du mich eben? Ich habe mir nicht gemeldet, ich habe mir nicht, keine Ahnung. Da hat er mal auf einer den Zell abgerissen, dreimal. Ich habe mir alle vier Abend angemacht und ich wusste auch wer. Der Alex? Ach jo, der war vorwirklich, nicht da. Was ist denn mit jetzt hier? Was ist denn mit? Dann hat er da ja vor, dann hat er per Abend da ja so mit dem Fußball alles, keine Ahnung. Dann hat er ja den Abend da ja so irgendwo hat es irgendwo bei mir geklopft, war eine Tür, aber wie, wa? Zweimal, wa? Ja. Weil alle kommt da nicht so schön wie alle Türen. Moin, moin. Moin. Ja, wer war denn jetzt? Immer mehr, der Alte wieder, wa? Der klopft ja nicht mehr. Das habe ich auch gesehen, da kam er mit drei Tüten an, sein Motorrad steht da, und dann kam er mit seinem Fahrrad in den Jarden raus, da kam er abends mit dem Müller an. Wa? Hey, Wolfgang, Verschwörungstheorien hier. Ja, na, du, ich meine, wo es, ich sag mal, mal wieder. Was sagst du? Warum soll ich Angst haben vor alle? Ich muss mich da auch mal wehren können, oder? Dann werde ich doch mal. Ja, die ist doch. Ich krieg den Pedal nicht. Ich krieg den nicht. Ich krieg den ja Arme, der liegt und der kommt so leise runter, geht so leise. Ja, du kriegst so was, du kriegst den nicht. Dann machst du mal eine Kamera an. Ja, du kriegst den nicht. Ja, das ist mir. So schnell komme ich nicht aus dem Bett raus, wenn ich jetzt bräuchte ich noch die Beine oder warte, wenn der klappt. Ja, wenn der Zwiebel miteinander ist, dann dreht er nach oben. Ja. Ich mag keine Aufführung machen, ich gehe nach unten, ja, ist nur nach oben. Ja, ich habe keine Zeit. Eine Minute zu spät. Eine Sekunde zu spät. Dann hätte ich ihn ja gehabt. Ja. Hätte ich den in der Latte über den Kopf geklappt. Immer habe ich gar nicht geschrien, ganz genau, sind die alle runtergekommen. Und das ist ja eine Jahr. Hat gesagt, hier rum hier, Einbrecher, über Überfall, ja, kommt alle runter, ja. Ach, Wolfgang, das ist doch... Okay, liebe Leute, 11:30 schon, 11:30 wieder. 11:30. Was haben wir? Den ersten Auftrag heute haben wir. Heute ist wieder richtig kühl. Meine Güte, ist das kühl. Ach, und den Ankauf muss ich noch melden. Oh, ich muss ja anrufen da. Okay, Bianchi wird nicht mehr abgeholt. Das können wir schon mal abschreiben. Das ist hochglatt. Nicht mehr abgeholt. Nancy auch nicht mehr abgeholt. Das ist schon komisch. Gut, gleich jetzt los mit einem Stadler Triumph Kultrad. So, herzlich willkommen zu einem neuen Reparaturvideo. Mehr wird es wohl heute nicht werden mit dem Vlog als ein mehr oder weniger nur Reparaturvideo. Also, was haben wir hier vorliegen? Der vorliegende Fall ist also ein Stadler
Kultrad. Also so ein Triumph Kultrad. Natürlich gebaut irgendwo in, was weiß ich, Weißrussland oder so der Rahmen. Ganz einfache Geschichte eigentlich. Das ganze Rad. Aber dadurch, dass es so einfach ist, hier ist das Tretlager durch. Seht ihr das? Das Spiel hier. Und das Tretlager tausche ich jetzt aus, zusammen mit euch, und ihr schaut zu. Als erstes lösen wir die Kappen. Die Abdeckkappen hier. Es geht ja nur ums Lager. Mit hier diesen dünnen Schraubenzieher. Gehe hier unten rein. Löse diese Kappe. Ja. Das mache ich auf beiden Seiten. Zack. Hier. So, jetzt brauche ich ein Werkzeug, mit dem ich hier diese Schraube lösen kann. Das mache ich mit einem meiner Lieblingswerkzeuge hier, mit dieser Ratsche. 14er Nuss ist es. Rinder und ab damit. Und rausschrauben. Lösen und raus. Jetzt brauchen wir ein Werkzeug, womit wir diese Kurbel, Tretkurbel, erstmal auf der Seite nur. Auf der anderen Seite ist noch der Kettenschutz im Weg, der muss nämlich auch noch weg. Der klappert auch schon. Schaut mal. Oh, was ist denn das jetzt? Reicht aber hier. Alle haben so andere Maße hier. Gibt's ja gar nicht. Ist das eine Nerve da? Das Teilgeschnittwerkzeug. So, jetzt hier Kreuzschlitz, Schraubendreher. Kettenschutz lösen. Schraube 1. Schraube 2. Und Schraube 3 sitzt hier drunter. Fantastisch. Schraube 3. Und da ist der Kettenschutz. Den hängen wir mal beiseite hier. So, jetzt machen wir Kurbelabziehertechnik. Auf der anderen Seite genauso. Ach, siehst du, Feierabend oder was? Das Paket hier gerade sehe, letztens wollte der DHL-Mensch uns ein falsches Paket da lassen. Wie falsch? Das war Hausnummer 32. Stand auf dem Karton ein riesengroßer Karton. So habe ich das aufgeguckt. Was soll das sein? Stand aber Müller drauf. Oh! Ja? Aber Ralf. So fest kann die gar nicht sein. So viel Klebhorn sein oder so. Ah ja, ich habe die Tretkurbel jetzt abgezogen. Das Ding äußerst schwer, also selten schwer. Keine Ahnung warum. Was damit los ist mit dem Ding. Wie immer noch, habe ich heute Morgen erst bekommen. Ja, was du erzählt hast heute Morgen. Ja, aber ich habe ja bisher Schlüssel sortiert und sowas. Wenn mir jetzt halt auf den Sack ging und
den Rest hier macht den Leon. Und mich aufgeregt. Eigentlich nur die ganze Zeit. Ja, alles. Deswegen mache ich jetzt erst das Tretlager mit euch zusammen. Reicht schon seit heute Morgen. Also es ist aber auch kein anderer Auftrag da. Also in dem Sinne kann ich gut erklären. Das kriegt ein Kaugummi. Ihr steckt. Ja. Danke. Interessanterweise immer zum Ende der Schwangerschaft total Lust auf Zahnpasta und Kaugummi. Auch viel Spaß. Was hast du bedeuten? Öfter mal Zähne putzen. Ich brauche einen frischen Hund. Wenn ein Baby kommt, will er nicht rauskommen und gleich, boah, Mama, Alter, wie du riechst. Ich hab dich schon von innen gerochen. Das ist nicht lecker. Ja, Mensch, jetzt würde ich ja gerne zeigen, wie man eigentlich den Tretlager rausdreht, aber wie ich sehe, hat es hier die Natur schon von selbst getan. Guck mal, braucht man nur noch so drehen. Was ist das denn, Quatsch? Oh Gott. Naja, ich drehe mal jetzt den Tretlager raus. Normalerweise nimmt man ein Werkzeug dafür, zeige euch in einer anderen Lagerschale. Das ist hier auch nicht die beste Qualität, die hier von zu Hause aus verbaut ist. Ist ja auch kein Wunder, das Rad kostet ja auch nur knapp 200 Euro. Bei Stadler, glaube ich. Irgendwie so. Hat der Typ eigentlich das Fahrrad da gelassen? Mit dem, der das Beste vom Besten haben wollte? Nee. Auf der... Ne? Warum? Keine Ahnung, was soll ich das wissen? Er kam nicht mehr wieder. Er meinte, er kommt da nochmal. Ja. Aber er kam nicht mehr. Hinterfrage ich nicht. Ich dachte, der war auf der Tage. Nee, da war nie da. Vielleicht wollte er nur sein Rad zeigen. Kann ja auch sein. So, hier muss man nämlich normalerweise Tretlagerschlüssel und dann nach vorne drehen. So schraubt man aus. Ansetzen, nach vorne drehen. Normalerweise ist es auch richtig schwer und nicht so luppa-puppa wie bei den Billo-Tretlagern von Stadler. Wenn man einen Tretlager richtig fest einschraubt, kriegt man das auch nicht so einfach raus. Da muss man sich schon ein bisschen anstrengen für. Das ist jetzt hier wirklich höchste Eisenbahn. Dass am Tretlager gespart wird, verstehe ich überhaupt nicht. Tretlager und Steuersatz, können Sie doch richtig gute Dinge einbauen. Immer die alte Leier. Immer die alte Leier. Braucht man ja eigentlich nicht zu sagen. Ganz simpel, ich schaue mal. Tretlagerlänge 127 steht drauf. Und so bauen wir jetzt neu ein, aber natürlich in einer besseren Qualität. Die wird sich wundern. Ich lese mal vor. Warten. Umschlag beim Späti hier. Steht hier so, ja? Ihr Namen drauf geschrieben. Ich guck mal. Alter. Auch Anna ist da. Sie hat gelesen für Ivan. Oder Yvonne. Da steht doch drauf. Da steht für / von. Das sind natürlich Schweizer, wa? Alle da? Schreibt einfach zurück kurz. Okay. Danke. So haben wir es jetzt gefunden. Lag am Umschlag. Super. Alle Schlüssel da. Ich bin glücklich. Kann ich die Schlüssel ja weiterverwenden. Das ist nämlich ganz wichtig. Ich brauche immer zwei Schlüssel pro Schloss. Einen für mich, der hier verbleibt, und einen, den ich rausgebe den Kunden. Weil wenn der Kunde irgendwo mal steht mit dem Rad und hat den Schlüssel verloren und kommt zu mir und ich habe keinen Ersatzschlüssel mehr, ist das ärgerlich. So kann ich dann immer noch den Ersatzschlüssel mitnehmen und die können dann irgendwie wieder zurückfahren, Schloss wieder aufschließen und weiter und müssten dann 20 Euro bezahlen, aber wenigstens können sie weiterfahren. Ansonsten muss ich rausfahren, das kann ich nicht. Also kann ich Schlösser mit nur einem Schlüssel nicht verwenden. Gott sei Dank. 60 Euro, drei Schlüssel weg, wa? Der eigentlich den Müll hochbringen muss. Normalerweise, naja, letztes Mal haben sie ihn ja rennen lassen, wa? Richtig. Aber jetzt wohl machen sie es selber.
Hält ja auch nicht. Ich kann ja nicht die ganze Tour nicht fahren, weil alle Gewerke hier im Müll draußen steht. Das ist ja auch nicht. Geht ja auch nicht. Aber dafür so lassen sie sie bestimmt draußen stehen, dann kommt später denn oder so. Mal gucken. Ist aber auch albern, war mit diesen Mülltonnen. Der bringt sie raus, der bringt sie rein. Hey, lass ihn draußen stehen. Oder findest du nicht? Findest du nicht albern? Ich finde das albern. Mit dem Mülltonnen, der muss vorziehen, der eine. Dann kommt irgendwann die anderen, die abholen. Und dann muss der andere, der die Vorrichtung hat, wieder kommen, irgendwann zurückkommen. Ja, mit dem Auto nicht mehr. Nach vorne weg und hinterher wieder. Also totaler Quatsch. Stunden später. Manchmal nicht, weil er sich verletzt hat, dann stehen die Tonnen draußen. Manchmal ist er verpennt. Der Schlüssel ist zum Abschließen. Immer war im Krankenhaus, weil er in eine Schlägerei geraten ist. Und dann, ja. Da war dann im Krankenhaus, dann stand so wie verklingelt da. Was machen wir denn jetzt? Wo sind die Tonnen? jetzt stört doch. Klar, entweder so oder so. Ich meine, wenn du in Köln Mülltonnen ziehst oder so, nur die ganze Zeit, wirst du schon mal blöd angemacht. Und wenn du dich dann auch wehrst, dann kriegst du halt eh nur vom Latz. Zack, bumm, knack, weg bist du. Ist ja nicht so, dass die mit drei Kumpels unterwegs sind. Der ist ja alleine hier. Na, stehst du da. Lass dir die Brille auf. Machen sie. Ja, Fakt ist, ich habe die Winde ein bisschen gereinigt. Habe ich jetzt nicht gezeigt, explizit, weil ich glaube, wie jeder, wie man so ein bisschen die Winde reinigt. Ja, und neu eingefettet. Und jetzt mache ich Kettenschutzbrille ruf aufs Lager und alles wieder drin. Hat alle Schlüssel ran geschafft? Ich habe mich um alle Schlüssel gekümmert. Ach, ich dachte, du hast sie ran geschafft. Habe ich schon verstanden. Ja, habe ich ja auch angeschafft. Na, hast du nicht. Habe ich gehört gerade. Ja, aber nur weil ich dir gesagt habe, wo sie alle sind. Und ich überall angerufen und Nachrichten geschrieben habe. Angerufen hast du nirgends. Doch, habe ich. Doch gar nicht. Wo hast du denn angerufen? Du bist doch so ein SMSler. Das ist gemein. Hä? Nein, das ist alles gut. Hast du alles toll gemacht. Bist the best assistant ever. Hä? Wie würde ich auch sagen? Über dich selbst? Ja. Du bist ja ganz schön größenwahnsinnig. Also, okay. Ja, wenn du mich schon nicht lobst und runterbutterst, dann muss ich mich doppelt loben, damit ich wieder auf normalen Niveau bin. Auf Null-Level. Genau. Die Zahlen, also über denen ist eine Wohnung, gleiche Wohnung wie die haben, 1600 Euro. 85 Quadratmeter. Und die zahlen. Und die zahlen das, ja. Und er zahlt die Hälfte. Er zahlt 800. Und er hat auch 85. Und er hat die gleiche Wohnung. Wer verdient da 1600 Euro? Ey, auf die Hand, Alter, muss die weitergeben nur für die Bude und muss ja noch was essen. Da bist du aber 2000 Euro Fixkosten mit der kleinen Buchte. Man verdient aber so schlecht in Berlin. Ich verstehe gar nicht, wie das passieren kann. Ja, das ist hier, was weiß ich, die machen alle Computer und so einen Quark. Ja. Oh, da kommt er. Ja, ach, der Schließer. Da rennt er. Auto schon weg. Der Schließer kommt. Ne, irgendjemand hat den ganzen Müll da hingebracht extra. Das war gar keine Tonne, die sie angezündet haben. Ach so. Sondern der Müll wurde hingeschmissen. Von irgendjemandem? Auch nicht aus dem Haus? Ne. Wurde mit Absicht hingebracht. Und dann wurde es angezündet. Wurde extra zum Müll gestellt, so, damit es so aussieht, als wenn da eine Tonne oder irgendwas so war. Abgeflackelt, fackelt. Und ja, jetzt haben die kein Klingelschild mehr. Also keine Klingel mehr. Klingelanlage ist kaputt, ist defekt dadurch. Wird nicht ausgetauscht. Wird nicht ausgetauscht. Aber das ist doch Pflicht bestimmt. Kann keiner mehr kommen. Erbauernd hat er. Er hat gesagt, das Ordnungsamt hat ja nicht gemacht. Die haben gesagt, das Privatgelände können wir ja nicht machen. Mit dem Müll ist dann in Ordnung so, dass es da liegt, ja? Grundstück, Privatgrundstück, da muss ich, da wir mal holen sich einen Anwalt, haben die gesagt zu dem. Weil den Tag, wo du gesehen hast, war er mit dem Ordnungsamt, hat er mir auch erzählt. Und sagt er, die haben ja nicht gemacht. Wir haben gesagt, können wir nicht machen, Privatgrundstück, fertig aus. So, holen sich einen Anwalt, haben sie ihm gesagt. Und dann hat er sich, er meinte, das beste Amt, was du haben kannst für sowas, ist das Bauamt. Gehst einfach zum Bauamt hin und sagst, hier, Gefährdung,
und so. Und dann sagt er, er hat angerufen, sie haben einen Termin gemacht, sofort, die haben sich sofort drum gekümmert, also meinten, am nächsten Tag kommen sie vorbei. Und da war alles weg. Alex, hast du noch eine Wohnung frei für uns? Nee. Verkaufst du diesen Kugel hier? Den, ja, verkauf ich. Für wie viel? Warum? Den verkauf ich für 70. 70? 70. Nee, ich wollte dich eigentlich noch was anderes fragen. Ah, guten Tag, hallo. Ja. Du sollst dir nicht an irgendeine Baumscheibe anbringen, bitte. Nee. Dafür ist er zu teuer und zu schade. Also zu schade und dann zu teuer. Der ist top in Schutz halt, weißt du? Für Andrea wäre der für den Garten eher was. Nee, ich wollte fragen, ob du Schubkarren, Sackkarrenreifen hast, zufällig alte, gebrauchte. Nee. Weil daraus wollte ich Bumper bauen und gleichzeitig einpflanzen, weißt du? Dann kaufe ich mir die mal. Können auch nicht so teuer sein im Bauhaus, glaube ich. Na, im Bauhaus sind sie am günstigsten, wenn überhaupt. Ja, eben. Ja. So in der Richtung. Also die anderen, diese Fachmärkte kannst du anschmeißen. Nee, ich brauche ja einen Simpel. Eigentlich dachte ich, gibt es vielleicht auch, was du sagst, du lässt rum zu den Kaufis bei dir. Nee, leider aber nicht. Was ist überhaupt für eine Jacke? Warum hört die nicht? Wo hast die jetzt noch? Hätte schon Jahre. Mal. Jahre, aber hast du noch nicht angehabt, weil du frisst doch nie. Jetzt kriegst du so eine fette Kutte. Die hätte ich doch schon angehabt. Ja? Die hätte schon den ganzen Winter. Echt, ja, wirklich? Ja. Jetzt schätzt mir das auf. Die ist doch zu klein für dich, oder? Du bist ja viel zu breit. Komm mal raus, du warst. Komm mal ab da. Hier kriegst du die, die halbe, die ist zu groß, nämlich. Dann tauschen wir. Mehr Saison. Nee. Na, überarbeitete Aero. Überarbeitet? Verfuschte Aero. Ja, aber die Innentaschen, der Stoff hätten sie innen wirklich besser machen können. Härter, ja? Härter nähen. Härter. Verstärkertaschen. Nur Frage der Verhebste. Ah, nee, das ist ja der Hipster, das ist ja der Architekt schon wieder. Nee, ist der Anwalt. Ist der Anwalt. Der Anwalt, nicht Architekt. So, sieht man doch, da mit einem Krückstock, dass da eine Aero reingehört, oder? Für eine Aero. Felge. Was hast du denn, alter Jacke, Aero, Ditte? Aero. Na, Araya meine ich. Araya? Araya. Entschuldigung. Was für ein Reiher? Ja, schneiden da raus. Komm nochmal, warte mal, fahr nochmal auf Anfang mit Tag. Thomas, sag mal, hattest du Staubsauger? Filtertüten? Ah, nee, Quatsch. Was meinst du denn? Das ist der verwirrt mich, Alter. Nee, die Größe da, die ist zu groß, war ja. Das Kleinste, was du hast. Aber noch Holzschalen, ich hab noch suchen nach so Holzbooten. Oder Holzschalen. Tröge. Ah, hast du doch gesagt, ja. So wie beim Movimento Kino. Der auch. Genau, der macht immer, ja. Da bist du nicht immer, der bei ihm klopft. Er hat schon wieder geheult heute Morgen. Ey, jeden Tag sagt der mir das. Jeden Tag ist der Grieche über ihm, sage ich. Ich sag, geh zur Tür, hör hin, guck oder hör euch. Oder ob der tut. Fing an zu flennen, wie er schon wieder oben. Ob der rein geht, ich weiß nicht, ob er sich das einbildet oder ob das wahr ist. Ich gebe ab. Bei ihm, dann steht keiner vor der Tür oder was? Ach, der Grieche, wenn er das ist. Dann kommt er immer von seiner, was auch immer, Suchtour oder sowas, Trödler-Tour und angeblich klopft er bei ihm. Also ich sage, wer kann es denn sonst sein? Warum fragst du mich denn? Da bin ich also so, ich bin da gestern um 8 zu Hause. Balkontisch hat er den Villa verschenken. Ja, rauf die Straße stellen. Du wolltest den immer haben. Was? Ach Quatsch. Was soll ich dir denn sagen dazu? So ist es denn. Kümmer dich mal um Wolfgang, bitte. Er kann ihm nämlich da nicht helfen bei seinem Balkontisch. Tritt da was drin? Jetzt? Fett auf der Achse? Oh Mann. Hier fällt alles runter. Fett irre. Das ist die Verkäuferin. Und die wusste, wo sie ist. Ich wusste nicht mal, was es ist. Was ist? Wolfbastel? Oder was? Ja, das war so ein Irrwisch, dem Auszubildenden. Ich hatte keine Ahnung. Eine Auszubildende schickst du in den Laden an den Kunden, ohne zu wissen, was Waschpaste ist. Ja, wissen Sie, das ist keine normale Seife. Das ist eigentlich für Mechaniker. Ja, Mechaniker, genau, hat er gesagt. Und was schmutzige Hände, das ist. Ja, und? Ja, irgendwann hat sie ja eine Kollegin geholt und ich gesagt, nee, sowas haben wir hier nicht. Kann gar nicht sein, weil die hat immer noch nie. Vielleicht meint die Scheuermilch. Kann man nämlich auch nehmen. Ja, das war. Ja, Scheuermilch ist aber bestimmt. So sandig. Ist doch Waschpaste auch, ist doch auch Sand drin. Das ist anders. Sand oder Sägespäne. Doch, ich würdige das sehr. Ja, ich gehe jetzt mal zum Bauhaus. Ja. Zum
Hast du da eine Futtertröge geguckt? Wolfgang mitnehmen? Ja, nimm mal Wolfgang mit, bitte. Ja, Mann, das ist ja freut sich. Ständig. Das kannst du auch, den kannst du auch jeden Tag bespaßen. Und dann kommt er wieder klar. Der ist doch ein Idiot. Ja, ja. Genau. Power ist sehr hoch. Hat er wieder für den Lagen, hat er wieder für die Baumscheiben. Ja. Hat er wieder gemacht. Der Wolfgang ist halt auch schwierig. Ja. Das muss man ja den Leuten auch mal sagen. Wa? Der Wolfgang ist manchmal auch wirklich schwierig. Der kommt nicht an seine Liebe ran. Verstehst du? Ich versuche ja schon an seine Mutter heranzukommen. Ich habe einen incoming call, sagt meine Hänsel gerade. Ja. An seine Mutter? Sind die tot? Ja, sie arbeitet. Bist du mit uns rein mit den Sachen? Bei der Arbeit, was hat der gerade gesagt? Der ist ja auch ein Spinner, ey. Der ist nicht alt. Der ist schon zweimal enttäuscht. Echt? Ja. Mit der gleichen Kette? Ja. Warum? Nicht mit der gleichen Kette, sondern mit dem gleichen System. Mhm. Na, weil in den ersten hat er einen Unfall gehabt. Ach so. Er hat sogar zerschrammelt. Zerballert. Den zweiten, da ist ihm die Dings gebrochen hier, die. Wie heißt denn das? Die Feder? Die, nicht die Feder, die Stell unten ist ihm weggebröselt. Was ist das denn passiert? Ja, da war er so dick geworden ist. Natürlich nicht, ja. So, Captain Schatz ist wieder dran. Benutze mal deinen neuen Mülleimer-Ecke. So, Tretlager getauscht. Hammer. Jetzt müssen wir hier nur noch die Bremse machen, vorne im Bremszulag, und dann sind wir durch mit dem Rad. Mensch, man langweilt sich ja fast zu Tode hier. Aber ist ja egal. Irgendwie ist so richtig arg hier eine Stimmung. Gerade hier. Fehlt halt irgendwie jemand zum Quatschen noch ein bisschen noch nebenbei. Wenn man so viel Zeit hat wie jetzt, wie heute, da fehlt jemand. Ja, den Einbau von dem Trittlager habe ich so nebenbei gemacht. Habt ihr gesehen. Jetzt kommen hier Bremsbeläge noch getauscht. Seid ihr auch noch mit dabei. Ach ey, und ein bisschen... Ein bisschen den Zug fetten, mit WD-40 wieder ein bisschen gangbar machen zumindest. Also hier ein bisschen weiter drin. Fünf Jahre alt, der Draht. Ich glaube, der Zug wurde noch nie getauscht. Das muss man natürlich öfter wiederholen, sonst wird das nicht. Dann pumpen wir mal vorher auf, bevor wir einen neuen Bremsbelag montieren. Vielleicht auch immer ganz wichtig zu sagen, weil der Reifen, wenn er aufgepumpt ist, ist er ja größer. Beult ein bisschen mehr nach außen. Dann kann man die Bremsbeläge nicht so weit oben anbringen, wie man vielleicht auf einmal das beim Plattenreifen machen würde. Oder beim Reifen, der nicht so doll aufgepumpt ist. Ne, so nah wie möglich am Reifen oder so. Ist sowieso gefährlich. Lieber ein Stück weg. Davon mal abgesehen ist hier viel zu wenig drauf. Hier ist nicht mal ein Bar drin. In den Dingern und die Wetter mit jeden Tag. Das muss sich ja anfühlen, wie als wenn man auf dem Schwamm unterwegs ist. Jetzt mache ich hinten hoch. Hinten ist man von plus. Ein bisschen über 4. Ja. Die wird sich wundern. Die wird sich draufsetzen. Die wird sich auf immer fahren wie, hey, was ist denn da los? Wie von selbst. Das rollt ja auf immer. Was hast du denn da gemacht? Neue Rad? Nee, nur auf gepumpt. Achtung, jetzt machen wir ein bisschen Spannung auf der Feder hier.
Perfekt. Einfach. Ist einfach perfekt. So muss es sein. Gut. Fertig. Eieiei. Das ist ja wirklich durch. Was denn? Jetzt die Klammer ab. Also erstmal muss man ein bisschen den Dreck runter. Das ist ja wohl klar hier. Ein bisschen Pflege kann er natürlich auch selber machen. Sollte jedem Kunden selber klar sein, dass umso gepflegter das Rad ist, umso länger hält es natürlich. Wenn man es einfach nur fährt. Jeden Tag 10 Kilometer hin, jeden Tag 10 Kilometer zurück. 20 Kilometer. Ja, hier, so sieht es aus. Vorher. Mal guck mal so ein Bild. Die habt ihr bei Instagram gesehen, da macht einer so Bilder vorher, nachher. Jetzt macht das auch mal. Vorher, nachher Bild. Danach, so schnell kann es sehen. Ja, wird natürlich noch ein bisschen sauer gerieben. Das ist nämlich ein gutes Ritzel, habe ich im Ruf gemacht. Fichtel und Sachs. Da ist schon ein bisschen ausgefahren, aber das geht noch. Ziehen hin, ziehen zurück. Einfach mal auch schon 2 Jahre. Das sind 12.000 Kilometer auf dem Laufrad. Das ist schon mehr als gut, ne? Kommt natürlich auch weg. Das ist für so ein Billiglaufrad. Ich glaube, mehr Lebenserwartung ist da ja nicht gewollt. Jetzt machen wir das Laufrad. Vorher, nachher. Jetzt machen wir die das Lagerspiel weg. Jo, Mensch, na siehst du, dann haben wir das Lager auch gefettet auf der anderen Seite, überarbeitet. Dann gucken wir mal, was er sagt. Okay. Jetzt haben wir den nächsten Auftrag. Ein schöner Auftrag. Hier fällt mir eigentlich alles sehr gut. So, das ist fest alles. Wunderbar. Das läuft hier gerade. Kann er fahren.
Jo. Eine wunderschöne Gazelle. Und die Dame fuhr mit ihrer Gazelle dahin. Ihr Schal wehte im Wind, verfing sich im Laufrad, wickelte sich um den Zahnkranz und schwupps war es geschehen. Nichts ging mehr. Was nun? Also, was jetzt hier passiert ist folgendes. Der Schal hat sich rumgewickelt, hat den ganzen Kranz einfach runtergeschoben. Nun hat die gute Frau gedacht, der Draht ist kaputt komplett. Oder die denkt immer noch, der Draht ist komplett kaputt, was kann man da machen? Das Rad ist nicht kaputt, man muss eigentlich nur den Zahnkranz wieder raufstecken, den Sprengring wieder festmachen und das war's. Wir probieren mal, ob es wirklich echt so einfach geht. Also Schal steckt keiner mehr drin, das habe ich natürlich nachgeguckt. Achso, ja. Jetzt gar nichts mehr. So, Kette ist drauf. Liebe Leute, die Kette ist drauf. Ne, Mama ist noch nicht da. Nein. Ja, so einfach war das. Einfach nur den Sprengring wieder ruf, tatsächlich. Ne? Alles wieder in Position. Jetzt den Kettenkasten wieder montieren und dann bin ich fertig. Okay. Geschafft. Das ist schon gut, ja. Was ist das denn? Was steht denn da? Oh, wie süß, ein Fuchs. Ex. Fox. Sind alle die gleichen? Nee. Coole Flügel. Gigi. Earn your wings. Earn. Oh, komm in deine Flügel. Das ist schön. Was denn, das Gelbe? Bitte, ja. Finde ich auch gerade schön. Jetzt will ich mir einen. Was steht da? Opel. Und Popel steht da auch. Jetzt halt. Gestern an. Meine Freunde bei mir gestern an. Ja. Vormittag. Und ich soll heute losgehen zur Apotheke. Ich sag, ja, was ist denn da? Da gibt so eine Büchse und da musst du dann deine Daten reinschreiben. Kennst du das was? Nö. Ja, hallo. Wenn du krank bist oder du hast irgendwas und weiß ich was, schreibst du dann deine Daten in die Büchse rein und du packst den Kühlschrank. Wenn Feuerwehr kommt oder was, oder rufst du Feuerwehr an, das erste ist ja, dass er die gestern da an den Kühlschrank kann, damit die sehen, was du hast. Was ich meine, ja. So, jetzt bin ich immer rumgelaufen und gefragt, du tippst dich, da gibst du dich. So. Jetzt bin ich
bin ich zu meiner Stammapotheke hingegangen und immer hingegangen, eine Führerscharte, ich kenne von Mr. Damm. So. Und da gefragt mit ja nicht. Nee, ach, jetzt hat man. Und jetzt war mein Bekannter natürlich sauer, irgendwie was, ey. Da hat ihre Tochter, die gibt es ja, über eBay muss das bestellen, ja, oder im Internet. Ja. Ja. Alle, die machen alle nochmal Scheiße, Internet bestellen sie dazu und sie das raus. Und ich hab das sowas nicht und der rennt durch halb Berlin rum und versucht das. Naja, ist doch so, du lachst, naja. In so einer alten Büchse. Ja. Häng dir doch deine Krankheitsgeschichte an den Kühlschrank, Mann, ran. Ja, ja. Da kann ich eine Büchse im Kühlschrank, was für ein Scheiß. Ja, ja, ja. 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 Und all der klar. Ja. Ja. Ich weiß, was das da sein soll. Da ist mir. Musst du doch auch ja nicht. Nimm einen Zettel. Naja, ich hab die halt mal. Nimm einen Zettel, schreib deinen Scheiß auf. Nimm Zettel, schreib auf, was du hast. Ja. Und häng dir das an. Jo, komm, jo, alle Tür rein. Und ich bin das, guck mal, ich dachte immer wieder, mir geht das gut. Ich bin hier so und munter. Aber mit anderen. Ja, passt doch mal auf, hör mal zu. Hör mal, Moment. Ja. Aber wenn mir andere Leute so eine Vollquatschen, also alle Scheiße, wenn mich ärgern, ich hab dir gesagt, ich darf ja nichts mehr sagen. Und ich fresse alle in der Rind, verstehst du, was ich meine? Ich muss dir sagen, na ja, ist das so. So. Und ich fresse, ja, naja. Da heißt es, naja, da heißt es, ich bin krank oder was, da ist doch, das ist doch so. Ja, ist es. Wo geht das, der Krankenkasse oder was? Ach, doch Quatsch. Naja, ist doch wahr. Ist Mensch. Doch Quatsch, Alter. Wo brauchst du doch gar nicht? Ja, weiß ich ja. Ja, die wollen, die wollen mich ganz krank machen. Hä? Wollen die einfach mich ganz krank machen? Naja, ist doch wahr. So, guck. So sieht es aus. Das Werkzeug eines Mannes. Hast du noch eine Salzschlange? Ja. Danke. Mund halt. Bitte. Dann ist am Mittwoch Ruhetag bei mir. Wieso? Ist nicht raus? Protestieren? Warte, wieso denn nicht? Warte denn? Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich war noch nie bei so einer scheiße Bahn. Wieso nicht? Ach. Mit Wolle auf dem 1. Mai. Ach. Das wird auch mal was. Mit Wolle auf dem 1. Mai. Da kannst du mir jagen. Dann machen wir. Jagen wir dich. Das ist kein Problem. Das jagen nicht andere, da brauchen wir den hier. Wenn da 1000 dazugehen, da würde ich hingehen. Ach komm, hör auf, Wolfgang. Nee. Aber deine Fans wollen das doch sehen. Die wollen doch sehen, wie du da mitschwimmst mit dem Strom. Ja, das Schloss lasse ich halt optional. Freut sich Carsten. Die Carsten, der auch, ja. Der auch? Ja, zwei glücklich gemacht. Ja. Zwei glücklich gemacht. 140 Euro. Das ist gleich 9. Ja, wie viel ist? 10 von 9. 10 von 9. 10 von 9. 10 von 9. Ja, ja. Der eine Räumt hat so 9. Genau, dann machen wir Feierabend. Ja, ja. Na Wolfgang, dann würde ich mal sagen, machen wir Feierabend hier vor diesem wunderschönen Laden an dem nicht so schönen Tag. Heute Morgen war ja scheiße, das Wetter. Naja, aber zum Schluss kam jetzt noch Sonne. Nachmittag, später, Mittag kam sie erst. Ja. Ja. Ja, das. Ja, siehst du, das kann nicht jeden Tag Sonnenschein sein. Das ist nun mal so. Das wechselt aber. Heute mal heute schön Wetter, morgen wieder morgen schön und dann Mittwoch wieder Regen. Ja, Mittwoch wäre schon schön, wenn schönes Wetter ist, weil dann kann ich auch was unternehmen. Weißt du? Ja, ja, ja. 1. Mai will ich ja ein bisschen was machen. Noch. Mit deinen Kindern. Ja. Ja, klar, dann los. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, alles klar. Alter Fuschung. Genau. Also, bis dann. Ciao, ciao. Und wir sehen uns auch morgen wieder. In alter Frische. Also macht's gut. Bis dann. Ciao. Euer
Tommy.